Herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei den Geheimnissen der sidirischen und vedischen Astrologie mit mir, Susanne Seemann. Wir wollen uns heute den September 2024 anschauen und vielleicht gleich ein kleines Vorwort vorab. Also, es sollte eigentlich die Astrologie nicht immer für diese Themen missbraucht werden, dass wir nur Panik verbreiten. Es gibt wirklich schwierige Konstellationen am nächtlichen Himmel. Die haben wir natürlich auch im September, das ist absolut richtig. Aber es ist eigentlich auch ein Thema der Individualität. Das heißt, die Astrologie und auch die persönlichen Konstellationen müssen normalerweise immer mit berücksichtigt werden. Wenn wir jetzt hier einen Wetterbericht als Astrologe für euch machen, damit ihr diese Themen nutzen, für euer Leben besser nutzen könnt, dann sollte das auch nicht unbedingt damit missbraucht werden, dass wir hier jeden Tag irgendwo einen Krieg prognostizieren, damit da draußen irgendwo die Klickzahlen hochgehen. Also das wäre vielleicht mal so ein kleines Anliegen von mir vorab, dass wirklich schaut vielleicht auch selber mal genau hin, ob ihr das braucht, dass ihr wirklich immer diese absolute Panikmache in eurem Leben braucht. Ich denke, die Mainstream-Medien machen da genügend davon und da müssen wir jetzt hier auf den sozialen Kanälen nicht unbedingt in diesem Fahrwasser mitmachen. Deswegen schaue ich mal, was ich für euch diesen Monat prognostizieren kann, wie ich es euch darbringen kann, dass ihr das für euch nehmen könnt und vielleicht auch in euer tägliches Leben integrieren könnt. Also wir sind jetzt wieder in der Saison, wo die Finsternisse kommt. Das habt ihr sicherlich auch schon überall gehört und gelesen. Wir haben ja immer im Frühjahr Finsternisse und im Herbst Finsternisse. Aber wir starten jetzt als allererstes mal zu Beginn. Wir haben einen Neumond, das ist ganz klar. Der ist am 3.9. Der wird im Tierkreiszeichen des Löwen stattfinden. Wenn du dich jetzt wunderst, warum ich sage im Tierkreiszeichen Löwen. Ich berechne die Horoskope siderisch-vedisch. Also das heißt, ich nehme den siderischen Tierkreis, so wie die Sterne tatsächlich am Himmel sind. Und damit nutze ich auch die energetische Komponente und auch das Wissen der alten Veden, um es für eure Horoskope eben nutzbar zu machen. So, was bedeutet das nun? Also der Neumond im Tierkreiszeichen Löwe ist im Mondhaus Purva Phalguni und das Purva Phalguni-Mondhaus Nakshatra ist ein sehr, sehr wohlwollendes und sehr liebevolles und sehr kreatives Mondhaus. Ich habe dazu auch schon ein Video gemacht. Schau dir das einfach mal an, dass du vielleicht die Energie dieses Mondhauses besser verstehen kannst. Und wichtig, der Neumond, ganz egal, was der jetzt auch an Energien für euch bereithält, ist dann besonders wichtig, wenn er in eurem persönlichen Horoskop etwas auslöst, wenn er etwas aktiviert. Dafür machen wir Astrologie, ne? Also der Neumond am Himmel macht natürlich schon Energien, aber ihr wisst, wie das ist. Den einen nervt es, wenn die Straßenbahn später kommt, dem anderen ist es wurscht. Also das heißt, ihr müsst auch wirklich immer euer persönliches Horoskop mit dazu nehmen, weil dann könnt ihr wirklich wissen, ob das für euch wirklich eine relevante Geschichte ist oder nicht. Denn nicht jeden juckt jetzt diesen Neumond und leider Gottes haben die Menschen verloren, die Neumonde und Vollmonde wirklich für Rituale zu benutzen. Wir hören uns das meistens als Instant-Geschichten an, aber wir nutzen sie nicht mehr, um irgendetwas für unser Leben zu aktivieren, zu verabschieden oder etwas Neues einzuladen. Dafür wären die eigentlich hervorragend geeignet. So, jetzt kannst du natürlich schauen, ob du etwas in diesem Mondhaus Purva Phalguni hast. Wenn du das nicht weißt, dann gehst du auf meine Seite susanne-seemann.com. Dort kannst du genau ausrechnen, dein Horoskop nach den siderischen Berechnungsgrundlagen und dann siehst du sofort, ob du in diesem Mondhaus etwas stehen hast. Wenn nicht, ruf mich an, wir können auch einen Termin vereinbaren. Dann schauen wir nach, was in deinem Horoskop an diesem Punkt im Tierkreis stattfindet. Und dann hast du eine exakte Auslösung und dann ist dieser Neumond natürlich extrem wichtig für dich. Ansonsten ist das wie Sonne schön, Sonne gut oder Sturm oder Nichtsturm eine relative Geschichte, die wir hier prognostizieren. Das muss man vielleicht auch mal ganz klar so sagen. Was bringt der Neumond für Qualitäten, wenn er jetzt bei dir Auslösungen aktiviert? Das ist wirklich etwas, wo wir ganz stark kreativ sein können. Ja, dieser Neumond ist in der Lage zu produzieren. Der kann aus sich selbst heraus unglaublich viel schaffen. Und er hat auch ganz viel Liebevolles in sich. Es ist ein Mondhaus, was zum Beispiel für die Ehe gemacht ist. Es ist ein Mondhaus, was für die Partnerschaft gemacht ist. Also es ist jeder gesegnet, der mit diesem Mondhaus auf die Welt gekommen ist oder vielleicht den Aszendenten dort drin stehen hat oder meinetwegen auch die Sonne drin stehen hat. Da gibt es so Nuancen. Aber jeder, der in diesem Mondhaus etwas stehen hat, hat unglaublich viel Fähigkeiten für Beziehung und eben auch für Produktivität. So, das heißt, wir können praktisch an diesem Mondhaus
oder zu diesem Neumond können wir sehr viel Schaffenskraft aus unserer herausholen und das würde ich auch nutzen. Ich mache zum Mond, zum Neumond noch ein separates Video, aber nur mal so vorab. Das heißt, der Beginn im September ist eigentlich ein ganz toller Beginn. Wobei wir nicht außer Acht lassen dürfen, dass wir natürlich auch wirklich noch schwierige Konstellationen am Himmel haben, die aber nicht jeden bis ins Detail betreffen. Das müssen wir jetzt einfach auch nochmal ganz klar sagen. Und das möchte ich mich auch ein bisschen davon distanzieren von diesen ganzen Drama-Geschichten, die da hier in den sozialen Medien kursieren. Des Weiteren haben wir das nächste Thema. Der rückläufige Merkur ist ja Gott sei Dank vorbei. Manchmal habe ich den Eindruck, bei mir ist er immer ein bisschen länger. Ich weiß auch nicht. Das Internet oder sonstige Themen sind ja wirklich sehr, sehr stark immer wieder betroffen. Das heißt, ihr werdet gemerkt haben, das eine funktioniert nicht, das ist die Kommunikation. Du bestellst irgendwas im Restaurant, was ganz anderes kommt. Das sind so klassische Themen, die beim rückläufigen Merkur passieren. Was ich aber auch in einem separaten Video gesagt habe, ihr könnt euch das gerne nochmal anschauen, ist, dass der rückläufige Merkur eine Chance ist, auch mehr in die Medialität einzutauchen. Denn über diese Frequenz, das heißt über diese 3 Wochen, wenn er rückläufig ist, sind wir gezwungen oder auch aufgefordert, mehr über unsere innere Stimme wahrzunehmen. Das heißt, diese äußere Kommunikation funktioniert nicht, damit wir auch mehr unsere innere Stimme zu Wort kommen lassen. Und das ist die Aufgabe während des rückläufigen Merkurs, weil wenn wir in unser Gespür gehen, dann würden wir ganz genau wissen, ob wir jetzt ein Auto kaufen oder eine Kamera kaufen oder einen Computer kaufen, da hätten wir das alles ganz genau da. Vielleicht wäre es mal eine Möglichkeit, so eine Prognose zu nehmen und wirklich ganz für sich selber sie umzusetzen. Nicht nur konsumieren, 20 andere auch noch konsumieren und dann sagen, oh Gott, es passiert irgendwas, sondern nehmt es doch mal einfach für euch und verarbeitet es auch. Das ist nämlich ein Problem, was wir in der heutigen Zeit einfach haben, dass diese Themen, diese großen Informationen gar nicht mehr innerlich verarbeitet werden. Und der rückläufige Merkur ist dann einfach immer wieder so ein Klassiker, wo man sich sagt, naja, also selbst Astrologen, wenn die sich in diesem Zeitraum ein Auto kaufen, sind sie einfach selber schuld. Da kann ich gar nichts mehr dazu sagen. Und diese Autos haben meistens dann irgendetwas mit sich. Da ärgert man sich drüber. Ne? Man kann das schon machen, aber man muss es nicht. So, das bedeutet also praktisch, dass wir jetzt den Merkur wieder direktläufig haben und das ist natürlich wirklich super. Das heißt, jetzt geht die Kommunikation wieder besser. Alles, was ihr vorbereitet habt, könnt ihr jetzt in die Realität kommen lassen. Also jetzt könnt ihr auch Entscheidungen treffen. Es ist auch eine ungünstige Form, auch für Astrologen, meine Lieben, wenn ihr in dieser Zeit ganz viel Technisches macht. Vielleicht habt ihr es gemerkt, ich habe für relativ wenig Videos gemacht, denn ganz ehrlich, es funktioniert meistens irgendetwas nicht und da habe ich schon gar keine Lust mehr drauf, wenn ich 25 Mal anfangen muss und die Kamera funktioniert nicht, weil das passiert manchmal. Vielleicht ist es auch mal dran, dass wir in dieser Zeit etwas mehr Stille halten. Also gut, jetzt schauen wir mal, wie das weitergeht. Auf jeden Fall, der Merkur ist wieder direktläufig und damit können wir wieder in eine andere Richtung laufen. Wir haben natürlich noch eine ganze Menge andere rückläufige Planeten, die im Moment da sind. Also der Saturn ist noch rückläufig, Pluto ist noch rückläufig und natürlich wird auch jetzt Uranus bald wieder rückläufig. Und ich habe da auch hier mal einmal ein Video gemacht zu schauen, die Auslösungen für die Welt, die Mundanauslösungen werden natürlich über die Langsamläufer gemacht. Da sind wir uns einig. Und wenn ihr jetzt wirklich noch mal hört, dass es ganz schlimme Zeiten sind, ja, wir haben schon wirklich sehr schwierige Konstellationen am nächtlichen Himmel, aber nicht jeden betrifft es gleich. Wir haben jetzt zum Beispiel diesen Uranus, der jetzt wieder rückläufig oder der jetzt rückläufig wird und sich wieder mehr auf den Fixstern Allgäu bewegt. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Allgäu ist ein wirklich sehr schwieriger Fixstern am Himmel, der aber auch, und das wird oft in der Literatur nicht beschrieben, für das Thema Polarisieren zuständig ist. Das heißt, es muss jetzt nicht unbedingt überall gleich ein Krieg ausbrechen, aber es kann sein, dass eben dieses Thema Spaltung oder auch Polarisierung immer mehr in den Vordergrund tritt. Und wichtig, auch wir hier wieder, wenn du persönlich in deinem Horoskop irgendetwas auf diesem Thema Allgäu stehen hast oder genau in der Opposition zu Allgäu, also sprich im Skorpion, dann bist du davon betroffen. Und dann ist es für dich auch wirklich wichtig,
diese Themen nochmal genau anzuschauen. Ich habe da auch mal so einen kleinen Post gemacht, der hat gleich die ganze Szene hier verwirrt. 7 Jahre Portaltage für Stiere und Skorpione. Denn der Allgäu ist ja im Stier, das heißt, Uranus kommt hier drauf, und die Opposition ist davon der Skorpion. Das heißt, diese zwei Tierkreiszeichen, da wir in der vedischen Astrologie auch die Aspekte per Zeichen betrachten, werden in dieser Zeit ganz besonders aktiviert, und zwar die nächsten 7 Jahre. Da müssen wir uns mal nichts vormachen. Das heißt, ich weiß, keiner will das dann, wir wollen, dann will es irgendwie wieder keiner hören, wenn man sagt, na, du hast jetzt eine schwierige Phase und die geht ein paar Jahre. Das heißt nicht, dass wir 7 Jahre im Drama sind, aber eine bestimmte Veränderung, wie zum Beispiel Uranus, der möchte etwas erneuern, der möchte einen frischen Wind reinbekommen, was vielleicht im Tierkreiszeichen Stier nicht so gewünscht ist. Denn die Stiere sind sehr, naja, sie sind ein fixes Tierkreiszeichen, sie sind eher träge, sie sind eher konservativ, sie sind eher auf Sicherheit bedacht. Und jetzt kommt da einfach so ein Planet oder so ein Fixstern mit rein, der diese Aktivierung, ja, der diese praktisch dieses Durcheinander bringt. Das ist etwas, was diese Menschen einfach nicht kennen. Das ist nicht schlimm, aber das heißt, das wird jetzt die nächsten 7 Jahre aktiviert. Und manchmal gelingt es uns besser und manchmal gelingt es uns eben nicht so gut. Deswegen heißt es natürlich, jeden Tag ist da irgendetwas neu. Das heißt, am nächsten Tag weißt du gar nicht, was der von dir will. Also, wichtig, ihr schaut als allererstes nochmal, was ihr in euren persönlichen Horoskopen stehen habt und wie exakt ihr davon betroffen seid. Wenn ihr das nicht wisst, dann meldet euch bei mir, dann schauen wir da genau nach. Und dann wisst ihr auch, ob das wirklich eine wichtige Geschichte für euch ist. Dass so etwas eine Kriegskonstellation sein kann, da gehe ich mit d'accord, das ist absolut richtig, das kann sein, und wir haben auf der Welt genügend Krisenherde, die etwas sagen können, aber bitte, nicht jede Konstellation löst jetzt einen dritten Weltkrieg aus. Also was glaubt ihr eigentlich, was hier die Sterne da oben am Himmel machen? Alle 5 Minuten danach schauen, dass wir jetzt in Panik verfallen, bitte. Also das ist wirklich etwas, legt es komplett beiseite. Das ist etwas, das kann passieren, aber das ist überhaupt nicht wichtig. Wieso habt ihr eigentlich immer dieses Thema, dass wir oder muss dieses Thema draußen in der Welt immer so publiziert werden von der Angstmacher? Vielleicht sollten wir mal einen Schritt zurückgehen und schauen, was zum Beispiel ein Uranus auch auslösen kann in unserem persönlichen Horoskop. Uranus ist zum Beispiel auch ein Medialitätsplanet. Ich weiß nicht, ob euch das so klar ist. Der bringt unglaublich viel Informationen aus astralen Welten hier in unser Leben, der bringt Durchsagen durch, der bringt uns neuen, frischen Wind, der bringt uns Inspiration. Und jetzt stehen wir da und sind die ganze Zeit mit diesem Angstthema beschäftigt. Glaubt ihr, dass da irgendetwas durchkommt? Also mal geht's ganz einfach. Wenn ihr dies wieder hört von ganz vielen Leuten, es passiert dies und jetzt im September geht die Welt schon wieder unter. Natürlich, die geht hier jeden Monat unter. Nein, tut sie nicht, weil eins ist ganz sicher, die geht nicht unter, wenn dann höchstens wir, aber die Welt nicht. Meine Lieben, nehmt ihr einen Schritt, geht aus diesem Thema raus, atmet tief durch. Wir alle, die wir hier inkarniert sind, in diesen extrem spannenden und anspruchsvollen Zeiten, wir alle kriegen eigentlich einen Orden oder beziehungsweise haben einen Orden verdient und werden auch von den anderen astralen Wesen als sehr weise oder beziehungsweise auch sehr mutig bezeichnet, dass wir uns das antun, hier in dieser Zeit mitzuspielen. Ihr braucht euch nicht immer in dieses Angstthema reinversetzen. Es ist überhaupt nicht notwendig. Atmet tief durch, schaut, was es mit eurem Leben zu tun hat. Reduziert diese ganzen Prognosen, die ihr im Internet hört, nur auf euer persönliches Leben. Es interessiert überhaupt nichts anderes. Ihr müsst euren persönlichen Lebensauftrag leben und euren persönlichen Lebensauftrag umsetzen. Darum geht es hier. Es geht um gar nichts. Ob da draußen irgendeine Bombe fliegen soll oder auch nicht, interessiert uns nicht. Natürlich werden wir irgendwann sterben. Das ist ganz sicher. Aber ja, darum geht es nicht. Euer Auftrag, da bin ich mir sicher, wenn ich die Horoskope anschaue, ist es nicht, 50 Jahre in Angst zu leben. Das ist ein Plan, den hat vielleicht irgendein Mächtiger, weil er irgendwelche finanziellen Vorteile davon haben möchte. Aber euer Lebensauftrag ist es ganz sicher nicht. Also, was machen wir, wenn Uranus Richtung Allgäu läuft? Das heißt, Polarisierung passiert. Vielleicht ist es ein Auftrag an euch persönlich,
auch mehr zu polarisieren. Vielleicht ist es euer Auftrag, die Welt da draußen ein bisschen durcheinander zu bringen und einen frischen Wind reinzubringen. Dann könnte das nämlich in eurem Horoskop aktiviert werden. Es geht nicht immer nur ums große Ganze. Und ihr wisst, also wir müssen wirklich an uns innen reinschauen. Das heißt also, Uranus im Stier, der wieder Richtung Algol läuft, der rückläufig ist, der bringt natürlich vieles durcheinander, auch im persönlichen Leben. Vielleicht möchte er, dass euer persönliches Leben, was in einer Sackgasse gelandet ist, was starr gefahren ist, vielleicht möchte er das aufbrechen. Ja, dann könnt ihr an diesem Thema arbeiten. Da brauchen wir gar keine Bombe dazu. Das könnt ihr selber auch machen. Geht ihr zum Wertstoffhof und gebt als Stier, sagt ihr mal, ein Drittel, schmeiß ich halt mal weg. Oder verkaufst oder verschenkst an irgendwelche Bedürftigen. Das ist ein Durchbruch für Menschen, die eine Stierbetonung haben und der Uranus jetzt da durchläuft. Was glaubt ihr, was da passiert? Diese individuelle Aktivierung, die ihr damit mit eurem persönlichen Horoskop macht, die wird euch einen Durchbruch geben. Und da fliegt keine Bombe, weil das ist eine Bombe. Versteht ihr? Also ganz, ganz wichtig, distanziert euch von diesen dunklen Prognosen, die draußen gemacht werden. Die bringen uns Seelenwesen überhaupt keinen Schritt weiter. Das ist nicht der Auftrag, warum wir hier inkarniert sind. Wir haben ganz andere Themen zu tun. Wir haben hier die Erde in eine Heilung zu bringen, und zwar wirklich auf eine realistische Art und Weise und mit Angst. Meine Lieben, geht es schon mal überhaupt nicht. Also das heißt wieder, der Uranus, der wird Diverses aktivieren. Ich finde den eigentlich auch ganz cool. Der macht mich zwar manchmal auch ein bisschen durcheinander, weil er, wenn man diese Sachen bringt, die man gerade gar nicht brauchen könnte, weil auch ich habe einen Plan und ihr wisst diesen Spruch, wir haben einen Plan und Gott lachte. Das ist Uranus. Also wenn er das bringt, dann lächelt doch mal drüber und sagt, okay, dann ist es halt heute mal anders. Na, dann ist halt jetzt heute mal wieder was Neues. Also das sind die Themen, die ihr in eurem persönlichen Horoskop aktivieren könnt und das solltet ihr auch machen. Was wir noch haben jetzt im September oder auch besonders Anfang September ist bis zum 5. September Mars ist jetzt in den Zwillingen und aber noch viel mehr läuft, beziehungsweise er ist am 5. September in den Zwillingen und davor ist er auch bei ganz sensitiven Grad. So, nochmal vielleicht eins zum rückläufigen Merkur, der jetzt wieder direktläufig geworden ist. Also der war ja praktisch hier im Krebs rückläufig und ist jetzt wieder praktisch auf dem Weg Richtung Löwe. Und da gibt es einen ganz sensitiven Grad, der praktisch Ende Krebs ist, was das Mondhaus Aschlescher anbelangt. Und dort, wenn Merkur sich dort positioniert, dann haben wir praktisch auch eine ganz, ganz sensitive Energie. Und ich sage nicht, dass das jetzt gleich wieder ein Krieg ist. Ich sage es euch am Rande. Denn wenn der Merkur wieder auf diesem Grad steht, da hatten wir, als er das letzte Mal, bevor er umgedreht hat, dieses Software-Update, das praktisch weltweit Konsequenzen gehabt hat. Das heißt, irgendein Techniker hat ein Software-Update gefahren und hat also aus irgendeinem Grund hat es nicht funktioniert und hat damit sämtliche Dinge lahmgelegt. Flughäfen haben Probleme gehabt, Kreditkartenabrechnungen und so weiter und so weiter. Und auf diesem Grad wird Merkur jetzt eben wieder kurz stehen. Und das heißt, da haben wir nochmal das Thema, da würde ich dieses Thema Technik auch nochmal anschauen. Also wenn ihr vielleicht nochmal große technische Aktivitäten plant, dann wartet vielleicht bis zum 5. September, bis er über dieses Grad drüber ist, weil da bringt der nochmal eine ganze Menge rüber. Für die Durchsagen und die Medialität ist es aber schon wieder was ganz anderes. Das heißt, wir müssen manche Dinge auf der technischen oder auf der stofflichen Ebene betrachten und manche eben auch auf der astralen Ebene betrachten. Auf der astralen Ebene kann es sein, dass du damit eben wieder viele Durcheinanderinformationen bekommst. Da ist es vielleicht wichtig, auch nochmal zu warten, damit du ein klarer hörst und klarere Informationen aus der geistigen Welt bekommst. Dann haben wir das natürlich des Weiteren, was haben wir noch zu bieten? Wir haben den Merkur, der wieder direktläufig ist und dann tritt Mars in die Zwillinge ein, in der siderischen Astrologie. Das heißt, er geht jetzt auch in die Zwillinge rein und ganz wichtig, er betritt dann das Mondhaus Ardra. Da habe ich auch ein Video schon mal dazu gemacht, um das Nakshatra Ardra zu verstehen. Ardra ist schon ein schwieriges Mondhaus. Also das ist, muss ich ehrlich sagen, Menschen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen müssen, haben schon großes Kino in diesem Leben zu verrichten und haben aber auch dann großes zu bieten. Wenn natürlich jetzt praktisch hier der Mars in dieses Mondhaus eintritt, ist sowieso schon für Schmerz, für Tränen und auch praktisch für eine gewisse Energie an Kampfesbereitschaft steht, ist es jetzt für die Weltgeschichte nicht unbedingt förderlich, ja? Das heißt nicht, dass es jetzt gleich wieder auf allen Kriegsschauplätzen dieser Welt irgendwo kracht.
Ihr könntet es vielmehr für euch persönlich nutzen, um mal zu schauen, was habt ihr in eurem eigenen Horoskop an ungelösten Kriegsschauplätzen, die vielleicht irgendwann mal krachen dürfen. Und die spirituellen Menschen unter uns haben ein großes Thema, was sie alle ablehnen, oder viele, nicht alle, das ist jetzt natürlich vermessen zu sagen, aber viele ablehnen, das ist dieses Thema Durchsetzung, Kampf und sich auch zu behaupten oder auch irgendwo sich vielleicht mal die Finger schmutzig zu machen. Nein, ein spiritueller Mensch macht das nicht. Ne? Die inkarnieren und inkarnieren auch gleich in Haus 12, die haben alle nur Neptun im Horoskop, die haben kein Mars, das heißt, es wird alles ausgeblendet. Das ist schwierig. Und vor allem, wenn wir natürlich dann diese Energie von Uranus und Allgäu wieder haben, zu dieser Polarisierung, da müssen wir uns nicht wundern in unserer spirituellen Welt, dass wir für manche Menschen einfach nur die Szene der Abwarter sind. Ne? Die warten auf irgendwelche Konstellationen oder auf irgendwelche Ereignisse, anstatt dass sie mal wirklich mit der Faust auf den Tisch hauen oder ihrem Gegenüber vielleicht mal ganz kleine Ansage machen. Die darf auch mal wehtun. Versteht ihr? Ihr seid hier nicht, wenn ihr als Seelenwesen inkarniert, um irgendwelche Heilungen zu bringen und müsst ihr immer nur edel und gut sein. Das funktioniert in der Therapie ja auch nicht, ne? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel an einen Physiotherapeuten denkt, du hast einen Patienten, der hat einen blockierten Brustwirbel. Naja, du kannst den anschauen und ein bisschen sonst irgendwas machen, kannst aber auch einfach kurz Klick machen. Das tut vielleicht kurz weh, und dann geht es wieder besser. Das heißt, auch wir in dieser spirituellen Welt krempelt die Ärmel hoch. Natürlich je nachdem, was ihr für ein Horoskop mitbringt. Und setzt euch mal durch oder haut mal auf den Tisch. Sagt auch mal nein. Das sind die im Außen zu sehenden Kriegsschauplätze, meine Lieben, sind nichts anderes als eine Projektion auf das, was wir in unserem Inneren nicht stattfinden lassen. Da sind wir uns einig. Wer das in sich drin hat, der kriegt von diesen ganzen Sachen gar nichts mit. Dann ist dieses Thema nämlich ganz schnell erledigt. Es ist immer nur diese Sache, wir schauen uns im Außen an, wie irgendwelche Menschen missbraucht und geschlagen und gedemütigt werden. Naja, also dann kann man vielleicht auch mal selber ein bisschen was einfach für sich verinnerlichen, weil wo wir in unserem Leben bestimmte Positionen zu verändern haben. Ne? Also ich will jetzt hier keinen zum Kampf auf fordern, das liegt mir total fern. Na, wer mich kennt, der weiß ganz genau, dass ich das so meine, was ich sage. Also schaut euch das mal genau an, was ihr in eurem persönlichen Horoskop drinstehen habt und was ihr damit auch wirklich zu tun habt, damit da sich mal was bewegt. Das finde ich wirklich wichtig und muss wirklich auch mal gesagt werden. Das sind die Themen, die wir jetzt im September ganz stark wieder hochkochen haben. So, und dann gibt es natürlich neben diesen ganzen Aktivierungen, die wir da mit Allgäu haben und Uranus haben und die Stiere und die Skorpione, die halt jetzt für die nächsten Jahre einfach immer wieder gezwiebelt werden, aber auch eine Durchbruchschance haben, meine Lieben. Da geht es hier nicht nur darum, dass die gequält werden sollen. Ich weiß gar nicht, wer solche Termini in der Astrologie immer verbreitet, sondern es geht darum, es ist eine Chance für eure Seele. Ihr seid hier inkarniert, ihr wollt hier dieses Spiel mitspielen. Wir alle wollen hier an dieser Stelle dabei sein. Und wenn jetzt diese Themen kommen, wo wir in Anspruch nehmen können, nehmt die doch. Das ist doch alles wunderbar, dann nehmen wir die. So, zum Monats. Ja, fast Ende, sage ich jetzt mal, kommt noch ein großes Ereignis mit dazu. Das kennt ihr schon, wir haben Finsterniszeit. Die Finsternis, meine Lieben. Das ist auch nochmal so ein Thema. Ihr wisst, ich bin ja schon manchmal so ein kleines bisschen pingelig bei den Themen, auch in der Astrologie, aber das liegt vielleicht daran, dass ich diese Geschichte einfach schon so lange mache. Ich mache jetzt über 30 Jahre Astrologie und habe die sidereische Astrologie mit dem tropischen Tierkreis, diese zwei Tierkreise über 10 Jahre verglichen. Deswegen bin ich da manchmal auch so, ja, vielleicht ein bisschen ungehalten. Da dürft ihr mich heute auch mal einen bösen Kommentar reinschreiben. Das kann schon sein. Wenn ich einfach solche Sachen lege, am Himmel ist heute der Mond sonst irgendwo, wenn er am Himmel dort nicht ist, ist er da nicht. Also wir müssen schon manche Sachen einfach so nehmen, wie sie sind. Und wer auch Medizin macht, der weiß, manchmal muss man da schon genau sein, sonst kommt am Ende etwas Blödes dabei raus. Zum Thema Finsternisse. Auch nochmal so einen kleinen, muss man nochmal genau hinschauen. Finsternisse sind wirklich wichtig und sie sind auch wirklich etwas, die für die Astrologen total wichtig sind. Und sie bewegen eine ganze, ganze Menge in unserem Leben. Ich selbst bin an einer Finsternis geboren, deswegen weiß ich genau, von was ich da rede. Aber ihr müsst, wenn ihr Astrologie macht, auch wissen oder vielleicht euch damit beschäftigen. Wenn nicht, in meinen Kursen lernt ihr das auf jeden Fall. Finsternis ist nicht gleich Finsternis. Das heißt, wir haben diese Finsternis, wir haben lange Zyklen, ganz lange Zyklen. Und nicht die Finsternis jetzt in diesem Jahr hat mit der Finsternis im nächsten Jahr überhaupt nichts zu tun. Das sind zwei komplett
unterschiedliche Themen, die da vom Geburtshoroskop dieser Finsternis miteinander korrelieren. Das heißt, wir haben jetzt eine Finsternis am 18.09., das ist eine Mondfinsternis, und die gehört zu dem sogenannten Saros-Zyklus 118. Ihr müsst jetzt überhaupt nicht wissen, was das ist, aber das, wie gesagt, in meinen Kursen kann man das lernen. Aber es ist wichtig zu wissen, dieser Zyklus begann im Jahr 1105. Und diese Finsternis hat jetzt einen Bezug zu diesem Geburtshoroskop vom Jahr 1105 und nicht irgendeinem anderen. Und das heißt, in dieser Zeit wurde etwas, einen Samen gesät, der diese Finsternis jetzt und in 18,5 Jahren wieder aktiviert. Und die Finsternisse dazwischen, die gehören zu einem anderen Zyklus und aktivieren komplett andere Themen. Das ist jetzt nur mal am Rande. Das heißt, wir haben jetzt eine Mondfinsternis, die praktisch zu diesem Saros-Zyklus dazugehört, und die bringt das Thema, naja, Gesundheit bringt sie halt wieder mal mit. Aber es wäre jetzt auch verwunderlich in dieser Zeit, wenn wir jetzt sagen, diese ganze Geschichten, die wir dann in den letzten Jahren auch mit dem Thema Gesundheit und Nichtgesundheit erfahren haben, wäre vom Tisch. Also da bin ich jetzt mal ganz pragmatisch und sage, da fangen wir jetzt erst richtig an. Das hat aber wieder nichts mit Angst machen zu tun, sondern mit Bewusstsein schaffen. Das heißt, wir haben immer noch in der siderischen Astrologie und in dieser Finsternis ist er eben ganz wichtig mit davon betroffen, den Ketu in der Jungfrau. Das heißt, die Menschheit ist immer noch versucht, alles über den Verstand zu erfassen, alles über die Ratio zu erfassen. Es gibt eine Regel, es gibt ein Protokoll und über diesem arbeiten wir bestimmte Themen ab. Ob das jetzt Gesundheit ist, ob das Wirtschaft ist, ob das Spiritualität ist, ob das Krieg ist, es gibt einfach ein Protokoll und nach dem arbeiten wir. Das ist Keto. Wie jeder, der die medische Astrologie macht und auch die tropischen Astrologen wissen, dass Keto bzw. der absteigende Mondnoten etwas mit der Vergangenheit zu tun hat. Und die Veden sagen, wo Keto steht, da sind wir kopflos. Das heißt, wir agieren komplett kopflos. Der Verstand und kopflos, schwierige Geschichte. Das heißt, wir versuchen alle Probleme, versuchen wir vom Verstand her zu lösen und mit einem Protokoll zu lösen. Das wird nicht funktionieren, weil wir den Rahu in den Fischen haben. Und was macht ein Rahu in den Fischen? Rahu in den Fischen, der möchte, dass wir ins Vertrauen gehen und ins Verständnis gehen. Das heißt, es geht darum, wenn wir schon hier in so einer sensiblen Zeit inkarniert sind, dann geht es darum, für diese anspruchsvollen Seelenwesen, die wir alle sind, wirklich auch mal anzunehmen, dass wir hier auf einer ganz anderen Ebene agieren müssen. Und es geht nicht ums Heiligbeten. Es geht auch nicht darum zu sagen, alles wird gut, weil es ist überhaupt nicht alles gut. Wir sind auf einem Landplaneten, wir sind in einer Dualität, wir sind in der absolut dichtesten Geschichte des Universums gelandet. Da ist mal noch gar nichts gut. Und da wird auch noch gar nichts gut, weil wir sind ja dafür zuständig, dass wir vielleicht hier irgendetwas verfeinstofflichen. Das heißt, wichtig ist es, dass wir dieses Thema annehmen. Rahu an den Fischen. Annehmen, was ist. Akzeptieren, was ist. Sich einlassen auf den Fluss. Ich erlebe so viele Menschen, die draußen in der Welt auch mit Gesundheit und Krankheit konfrontiert werden. Die sind vorher sehr spirituell, dann passiert irgendwas, dann fallen sie auch in dieses Muster, dieser Ratio rein. Protokoll A bis C wird abgearbeitet, wie als wären wir eine Maschine. Wir sind keine Maschine. Wir können auch Gesundheit nicht in dieser Form erreichen. Es gibt Menschen, die machen zum dritten, vierten, fünften, sechsten Mal irgendeine schwere Erkrankung durch, aber durch das Annehmen ihres Lebens können sie das überwinden. Andere Menschen, die praktisch diese in schwierige Situationen gebracht werden und meinen, sie machen jetzt alles nur per Protokoll, sehe ich nicht keinen Gewinn dadurch. Ne? Zumindest keinen inneren Gewinn für die Seelenreife. Es geht ja nicht immer darum, ob wir jetzt irgendeinen Erkrankung bewältigen oder nicht. Darum geht es überhaupt nicht. Wir sollten uns ja auch mal überlegen, warum ereilt uns das überhaupt? Warum müssen wir uns mit diesem Thema überhaupt rumschlagen? Warum haben wir jetzt das Thema, dass wir uns mit dem Thema Gesundheit, Krankheit überhaupt auseinandersetzen müssen? Es wäre doch viel wichtiger, das mal anzuschauen. Vielleicht seid ihr alles irgendwie verkappte Mediziner oder Heiler in euch drin und habt es noch nicht aktiviert. Dann dürft ihr da mal genau bitte schön hinschauen. Das sind die Sachen, die wir annehmen müssen. Wir müssen unser eigenes, persönliches Horoskop annehmen. Und diese Finsternis am 18.09., die wird genau dieses Thema wieder aktivieren. Und wie lange wirkt sie? Das ist genau das Thema. Der Zyklus
ist ein Zyklus, der alle 18,5 Jahre wiederkommt. Das heißt, diese Finsternis, die jetzt am 18.09. dieses Thema aktiviert, wo es um Einverstandensein mit dem, was ist, um Akzeptanz und um Loslassen des Protokolls und der Struktur des Verstandes uns nochmal darauf hinweist, das gilt für 18,5 Jahre. Das ist nicht morgen weg. Also das heißt, wir sind hier eingebettet auch in sehr große Zyklen. Und das ist Astrologie. Und in dieses Thema müssen wir versuchen reinzutauchen. Wichtig ist natürlich auch wieder, schaut, ob diese Finsternis bei euch persönlich überhaupt etwas auslöst. Macht sie ja auch nicht bei jedem. Dann seid ihr auch nur marginal davon betroffen. Dann ist es kein Hauptthema von euch. Dann ist es zwar ein Thema, was global in der Welt momentan vorherrscht, aber ihr seid ein Randschauspieler bei diesem Thema. Ihr müsst ja nicht immer überall mittendrin dabei sein. Das wollen wir doch gar nicht. Also, wie gesagt, am 18.09. haben wir die Mondfinsternis, die zu diesem Zyklus dazugehört, aus dem Jahr 1105. Und es ist wirklich wieder dieses Thema, ich habe auch ein Video dazu gemacht, auch mit dem Fixstern Sheat und Neptun. Es geht um Lügen, es geht um Betrügen, es geht um Annehmen, es geht darum, dass wir unsere Seelenenergien in den richtigen Flow bringen, dass wir praktisch auf diesen Weg gehen, der nur mit uns selber etwas zu tun hat. Kein Mensch muss und kann und soll irgendein Leben nacheifern, was ein anderer macht. Meine Lebensaufgaben, die sind für euch überhaupt nicht wichtig. Die sind gar nicht wichtig. Die sind nur für mich persönlich wichtig. Und eure Lebensaufgaben sind nur für euch persönlich wichtig. Und die gilt es zu erkennen, umzusetzen, um zu leben. Und sonst gar nichts. Auch Astrologie zu lernen, ist keine Kunst, die man praktisch nüchtern runterlernt. Machen viele so. Liest du drei Bücher, hast du Astrologie verstanden, hast du noch gar nichts verstanden. Weil es geht doch darum, die Individualität im Menschen zu erfassen, den Seelenplan wirklich zu erkennen. Und dann geht es auch noch darum, wenn wir schon Astrologe werden wollen, diesen Seelenplan dem anderen Menschen auch nahebringen zu können und dem Menschen zu erklären, wo sein Seelenweg ist, ihn mit auf die Reise zu nehmen, ihn vielleicht zu unterstützen, ihn an die Hand zu nehmen und sagen, hey, das ist deine Richtung, wo du hingehen kannst. Lass uns das gemeinsam erarbeiten. Wo geht der Weg hin? Wir sind doch in der Astrologie nicht in so einer Instant-Esoterik, die irgendetwas runterbetet und sagt, oh, jetzt bin ich ein Wahrsager. Nee, sind wir nicht. Wir sind eher Psychologen und wir können diese Themen auf der spirituellen Ebene oder auch auf der stofflichen und ganz pragmatischen Ebene den Menschen zur Verfügung stellen. Denn es gibt auch ganz viele menschliche Dinge, die wir Patienten und Klienten zuteil werden lassen können. Aber in erster Linie, meine Lieben, in allererster Linie geht es um unser eigenes Horoskop. Es geht darum, was unsere persönliche Aufgabe in diesem Leben ist. Die haben wir zu machen und zu unserem Mut gar nichts zu machen. Und wenn dir in diesem Horoskop von dir selber drinsteht, du bist eine Heilerin, dann hast du diesen Weg zu gehen. Und zwar komme, was wolle, ob da draußen eine Bombe fliegt oder nicht. Also schaut mal ganz klar, da habt ihr euch ganz wirklich, das ist vielleicht manchmal auch eine kleine Sackgasse, wenn wir da wie so hypnotisierte Kaninchen vor irgendetwas sitzen und uns vor unserem eigenen Lebensthema ablenken lassen, dass das so gewollt ist. Da können wir drüber reden. Gebe ich euch sicherlich recht. Aber ihr seid hier in einer Meisterschaftsinkarnation. Ihr lasst euch doch nicht im Ernst von irgendwelchen Mainstream-Medien von eurem persönlichen Leben abbringen. Das kann man jetzt nicht vorstellen. Wie gesagt, schaut, wo eure persönlichen Themen im Horoskop sind und setzt die um Schritt für Schritt. Und wenn ihr Hilfe braucht, dafür gibt es die Astrologie. Vedische Astrologie ist meiner Meinung nach sehr viel exakter als tropische Astrologie. Darüber kann man streiten, da gibt es Diskussionen, aber soll jeder machen, was er möchte. Wenn ihr das nicht wisst, wo eure Planeten steht, geht auf meine Seite, susanne-seemann.com, rechnet das Horoskop aus, macht gegebenenfalls mit mir einen Beratungstermin oder eine Ausbildung in siderisch-vedischer Astrologie und los geht's. Und dann gucken wir, was in unseren eigenen Horoskopen drin sind. Und in diesem Sinne wünsche ich einen wunderschönen September, der zwar schwierig ist, aber nicht für jeden zum Drama werden muss. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir bitte ein Like, abonniert meinen Kanal, kommentiert auch mal und dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei den Geheimnissen der siderischen Astrologie mit mir, Susanne Siemann.